Viele bipolare Menschen genießen die manische Phase. Bei einer bipolaren Störung leiden die Menschen unter zwei Symptomen. Das eine ist die Manie und das andere ist zu einem späteren Zeitpunkt meistens die Depression. Eine Manie ist ein Zustand, in dem der Antrieb gesteigert ist, in dem die Menschen häufig euphorisch und zu gut gestimmt sind. Und im Gegensatz dazu die Depression, wo die Stimmung eben sehr, sehr schlecht und niedergedrückt ist. Und diese Situationen treten häufig im Wechsel auf. Der Angehörige kann eine Manie erkennen, indem er wahrscheinlich feststellen wird, dass die Stimmung gehoben ist, dass der Antrieb stark ist, dass derjenige nicht schläft nachts oder sehr, sehr wenig schläft und ständig unterwegs ist, also zu viele Aktivitäten wahrnimmt. Die Behandlung einer bipolaren Störung funktioniert so, dass die Menschen Medikamente einnehmen. Und das sind Stimmungsstabilisierer. Das ist zum Beispiel Lithium oder andere Antiepileptika, die sich da sehr gut bewährt haben, die die Schwere der manischen oder auch der depressiven Phasen abmildern und den Menschen eher in eine mittlere Stimmungslage bringen können.